Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal Forest Village. Ich nehme direkt im Anschluss an die letzte Folge auf. Und ich habe hier gerade geguckt. Wir haben ja 0 Hühner hier drin. Eben haben wir aber eins gesehen. Wir haben auch schon 2 Eier. Ist das jetzt verstorben oder was ist damit passiert? Kriegen wir ein neues Huhn? Rätselhaft, aber das werden wir nachher sehen. Und wir werden auch sehen, wie schnell die hier vorankommen. Ja, wir haben vier Arbeitslose, sag ich mal. Die können hier schön Bäume kloppen. Ja gut, ein bisschen was an Holz rausgekommen. Jetzt nur alles wegkarren. So. Hey, soll mal schön hier am Gemüse nuckeln. Die Eier hat er rausgebracht. Bin mal echt gespannt jetzt. Obwohl die ja aus den Eiern schlüpfen, ne? Also aus den Eiern scheint wohl nichts geschlüpft zu sein. So, wie weit seid ihr hier? Okay. Ist doof, dass ich jetzt keine Angabe mehr habe, wie groß ich das Feld gemacht habe. Wie gesagt, wir wollen ja einmal diese. Warte mal. Kleinhaus. Haus. Ach, das ist das mit den 10. Und die Herberge? 18. Das ist aber auch ein Tacken größer, ne? Cool. Hinpassen würde das hier schon. Wir checken mal ganz kurz. Hier würde es hinpassen. Und wie groß ist das Haus? Ja, da tut sich nicht viel vom Platz. Das andere ist nur höher. Nein, aber wir fangen nicht direkt mit einer Herberge an. Wir bauen dann so ein Ding hier. Ärgerlich ist natürlich, dass jetzt das hier so voll im Weg steht. Einbruch. Ich check einfach mal spaßeshalber, wo denn die nächste Stelle Stein wäre. Alles gelb. Ich habe noch nichts Grünes gesehen, muss ich ehrlich sein. Hier ist ein bisschen grün. Aber ich kann da auch nicht bauen. Hier ist grün. Da ist grün, aber das sind ja Wege. Hier ist auch grün. Fünfhundertzehn Holz. Was machen denn unsere Lehmkörper? Okay, die holen schön Lehm ran. Und ihr? 17 schon. Ach doch, hier sehen wir das Gebiet, was wir abgesteckt haben. Oh, das ist aber schon groß, was wir hier abgesteckt haben. Und hier waren, sollten die auch eigentlich zugange. Da machen die aber noch nichts. Die nehmen sich wohl erst das Große hier vor. Ja, das läuft aber. Dann haben wir viel Platz zum Bauen. Dann können wir auch. Dann müssen wir gar nicht hier nach oben hinbauen. Dann haben wir. Guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Hier können wir massig hinbauen. Das ist ja geil. Ja, will ich hier natürlich irgendwie noch Platz lassen, dass ich hier irgendwie so eine Straße reinbauen kann. Dann können wir die großen Häuser hier hinstellen. Dann passt die Taverne hier hin. Das ist alles cool. So, Mehl braucht 2,3 Minuten und so eine Fischpastete braucht 1,5 Minuten. Okay, das ist aber, da ist aber ordentlich noch was drin. So, was ist hier? Immer noch 0 Hühner. Ja, warten wir mal ab. So, jetzt haben wir Vorfrühling.
Ja, was passiert jetzt mit dem Feld hier? Ups, R gedrückt, wieso auch immer. Keine Ahnung. Aber ich musste das einfach mal tun. 6. Aber das Haus. Haus hier ist fertig gebaut. Ja, sind ja auch neue Kinders gekommen. Okay. Dann müssen wir Deacon hier raus. Dann nehme ich die Bäcker auch erstmal raus. Wie viel Mehl haben wir denn? 28. Wir brauchen 14 Arbeiter. Wenn ich die Bäcker jetzt rausnehme, haben wir 13. So, dann mache ich das so. Dann kann einer in der Mühle bleiben. Wir haben 14 Leute hier. Und da kommt ja gleich noch einer dazu. Ja, was passiert jetzt hier? Als ich das Feld gebaut habe, war ein Huhn drauf. Aber jetzt scheint keines mehr zu kommen. Das ist, wenn ich das Feld abreiße und neu baue, habe ich dann wieder ein Huhn. Oder kriege ich neue Hühner durch eine Expedition? Ich weiß es nicht. Ja, du stehst auch blöd rum, ne? Bewegt sich wie ein Vogel. Diese kleinen Vögel, die immer so ganz schnell so hüpf, 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 hüpf. Aber wo kriege ich jetzt einen Huhn her? So, da haben wir neue Arbeitskraft bekommen. Ich mach mal kurz. Ne, mache ich nicht. Ist eigentlich unnötig. Oder mache ich das doch? Ja, Stufe 1. Ich mach das einfach mal. Obwohl, das müssen die dann jetzt wieder alles abbauen. Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, wie ich da Hühner kriege, ob das wirklich durch eine Expedition ist. So, ein Bauarbeiter. Der Hühnermensch. Wo ist er da? Kann ja auch erstmal weg. Läuft auch. Was für eine Kolonne, was? Ey. Wieso hat das jetzt gebrannt? War da eben Gewitter? Ich habe nichts mitgekriegt. Was kann man denn hier noch machen? Nur Mehl. Ist ja noch Early Access. Mal gucken, was dann noch so alles kommt. Gucken, ob es da vielleicht noch eine Info zusteht. Zum Schluss Anzahl der Arbeiter 1. Oder wurde das Viech von einem wilden Tier geholt? War meine Jäger etwa schlecht? Bau mal ab hier. Oder ist das Viech erfroren?
Weiß es nicht. So, ich habe jetzt hier einen Arbeiter eingeteilt. Und was macht der Arbeiter denn? Hm? Was macht der? Der läuft blöd in der Gegend rum. Ach, der kloppt da rum. Halte ich das mal ganz kurz an. Was machst du denn? Läuft nur blöd rum. Tupft ein bisschen Unkraut. Ach so. Ja, ein Schritt noch. Mach jetzt aber auch an. So. Neue Baufläche. Super. Da bauen wir jetzt nur mal so ein Feld drauf. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir machen es einfach mal. So, braucht auch nur einen Arbeiter. Okay. Oh, unser Gemüse. Stell ich mal kurz einen Sammler ein. Ein Holz hat er jetzt hier hingebracht. Oder war das der Baum, den er gerade gefällt? War da ein Baum? Nee, war da einer? Weiß ich gerade nicht mehr. Boah, der kann gleich, glaube ich, zweimal anbauen, oder? Oder die, das sind ja zwei. Geht wieder zurück. Baut jetzt in einem Zug durch. Oh, ich bin begeistert. So, da haben wir jetzt einen Huhn. Du kannst hier weg und hier rein. Müssen wir aber mal wegen den wilden Tieren checken. So, der bringt Hafer, glaube ich, ja. Jetzt Wasser.
Dann bin ich mal gespannt. Ja, für Wasser müssen die einen echt weiten Weg laufen. Mit der Mühle, das habe ich gerade nicht verstanden, dass die gebrannt hat. Kann man dem Jäger irgendwie Prioritäten zuweisen? Nicht wirklich, ne? Völlig planlos. Ein Ei. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, da kam das eine Huhn, wurde glaube ich wirklich von irgendeinem wilden Tier geholt. So, Herbst. Dann räumen wir mal dein letztes Zeug weg. Oder ihr. Ja, du baust jetzt wieder neu an, ne? Das macht aber keinen Sinn. Dann können lieber hier noch welche rein. Und da noch einer. Oder wie viel mehr? 190. Ach doch, das passt. Okay. Wird er sich vermehren? Habe ich gerade irgendein Viech gesehen? Zwei Eier. Wir haben immer noch ein Huhn. Naja. Genau. Stimmt ja. Hier, komm mal. Komm mal, Bäcker. Mach du mal hier weiter. Geduld. Ihr pflanzt auch wieder neu an. Braucht ihr gar nicht.
Hey. Das nehmen wir uns noch mit. Was mache ich jetzt mit euch? Komm, ich mach mal Bauarbeiter. Mal gucken, ob ihr dann Interessierte an diesem Feld hier seid, was ja gleich schon fertig ist. So. Fertig. Und hier? Null Hühner. Da muss mir jetzt aber mal jemand erklären. Verstehe ich nicht. Okay. Wir lassen die Olle einfach mal da drin. Hat der sich wieder einen Huhn geholt? Die Jägerbutze ist voll. Mal weg hier, Steam-Fenster. Ne, das ist alles Stein. Ne. Ärgerlich. Ja, da können wir im Prinzip wieder nur abreißen, ne? Wir müssen das ein bisschen genauer im Auge behalten. Aber das ist halt schwierig bei 10-facher Geschwindigkeit, das gebe ich zu. Wir können raus. Die brauche ich auch nicht mehr. Die Sammler. Ja, dann machen wir doch einfach mal hier so neues Terraforming, oder? Was klappt da jetzt? Pflanze nicht bauen. Bla bla bla. Hier geht. Ja, noch ein bisschen höher. Komm, komm, komm. Okay. Und das hier? Ja, wenn es eben geht, auch wieder auch weiter runter. Beziehungsweise angeebnet werden. Oh, jetzt ist die Kamera wieder doof. Da 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 da
So. Cool. Winter. Brotbäcker. Mann in der Mühle. Nichtsdestotrotz, sag ich mal ganz kurz hier Päuschken. Und hier auch Päuschken. Tut sich was? Nämlich gar nichts. Haben wir schon so einen Kleidungsmenschmacher? Ach so, das ist ein Wohnhaus. Das ist die Schule. Na, wir brauchen noch so einen Menschenkleidungsmacher. Nee, haben wir. Hey. Guck mal, haben wir sogar. Dann kann der direkt mal die Arbeit aufnehmen. Und ja, bauen noch einfach nochmal so ein Feld. Wie doof, dass ich da nur maximal einen Arbeiter zuteilen darf. Wird mir das hier Probleme bereiten? Nein. Oh, wir haben Opfer, Kranken. Haben wir die Apotheke eigentlich abgerissen gehabt? Will ich doch jetzt mal gucken. Müssen wir doch eigentlich, oder? Ja, die, ja klar, die haben wir abgerissen. Mal auf, dann nutzen wir doch die Gelegenheit. Was war das denn jetzt? Hospital, was braucht denn das? Die Bewohner werden geheilt. Oh ja. Apotheke. Oh, das braucht wieder Heu. Aber Heu macht man doch aus. Ach nee, wir haben Hafer angepflanzt. Ja, da war ja was.
Okay. Was? Ach so. Ich darf ja nirgendwo mehr bauen, stimmt ja. So. Wofür brauche ich denn 7 Arbeiter? Warte mal. Hab doch jetzt nur eins gebaut, oder? Ups. Gut. Sorry, das ist ein Drecksbär. Ah, gut. Sonst hätte ich das nämlich jetzt gerade manuell gemacht. Wenn der da was auf die Schnauze haben will. So, ein Hühnchen haben wir wieder. Und vier Kinder in der Schule. Sich Einwohner schon. Wow. Ach, ey, hier guck mal. Oh nein. Den kann ich rausschmeißen. Die Jäger brauchen wir auf jeden Fall alle. Keine freie Arbeitskraft mehr. Auch hier, guck mal, ich Idiot. Wo wollte ich den hier? Boah, das wird schon wieder Frühling. Ja, hoi. Verdammt. Oh, wir machen dann Folgendes. Hier. Und dann Gras. Normal wachsend. Macht aber nichts. Kann ich den noch hier noch sagen, komm. Hoi und so. Das hier oben noch. So, da müssen sie sich jetzt holen. Müssen mit dem Essen aufpassen. Wir stellen hier schon mal drei Bauern ein. Hier zwei. Hier schon mal ein. Ja, ich brauche Heu, ich weiß. Ich habe auch überhaupt absolut keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme.
Ja, aber sie finden das Heu. Apropos. Also die bisherigen Hühner sind ja alle nach 2 Eiern krepiert. Aber das müsste jetzt schon... Oder hat das echt bisher nur ein Ei gelegt? Klar, aber wenn irgendwie nichts Männliches da ist, dann funktioniert das auch alles nicht. Da müssen wir wirklich mit der... Da müssen wir, glaube ich, wirklich mit Dingens hier arbeiten, mit der Expedition. So, ich brauche noch 5 Leute. Ups. Ja, dann schmeiße ich ihn auch mal kurz raus. Ja, das Essen wird knapp. Das Gemüse überlebt schon nicht mehr so lange. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.